Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. In diesem letzten Teil meiner dreiteiligen Photovoltaik-Miniserie wird es darum gehen, die gesamte technische Umsetzung der Anlage zu erledigen. Das heißt, alle Schritte vom Installieren des Wechselrichters bis hin zum Netzanschluss und der schlussendlichen Inbetriebnahme. Außerdem werde ich euch natürlich zeigen, wie einfach es möglich ist, mit Hilfe der Easy Wallbox und dem Service EV Auto Charge vollautomatisch den PV-Überschuss in unser Elektroauto zu laden. Wenn ihr die beiden vorigen Teile noch nicht gesehen habt, schaut euch diese am besten zuerst an, da dort nicht nur der Hintergrund des gesamten Projektes erläutert wird, sondern es dort auch viele hilfreiche Infos und Tipps gibt. Ich würde sagen, wir legen los. Alle Folgen dieser Miniserie findet ihr natürlich in der Videobeschreibung oder aber hier oben rechts eingeblendet. Außerdem würde ich mich natürlich schon vorab über ein Abo von euch freuen. Ihr wisst es, in so einem Projekt steckt unglaublich viel Arbeitszeit und Geld. Ihr seht das Ganze hier kostenlos und euer Abo wäre mein kleines Honorar dafür. Jetzt aber genug geredet, ich würde sagen, wir legen los. Wir fangen damit an, erstmal zu klären, was man alles an technischer Hardware benötigt bzw. wie das Diagramm für meine PV-Anlage aussieht. An erster Stelle stehen hier natürlich die PV-Module, welche wir auf unserem Dach installiert haben. Diese wurden von mir in jeweils zwei sogenannte Strings aufgeteilt. Das heißt, ich habe meine insgesamt 20 Module in zwei Gruppen von jeweils 10 Modulen aufgeteilt. Diese sind übrigens alle in Reihe geschaltet. Das heißt, dass ich insgesamt 4 Kabel von meinen PV-Modulen zum Wechselrichter legen musste. Aber warum macht man das? Mein Wechselrichter, ein Fronius Symo, hat ganz einfach 2 String-Eingänge, auch genannt MPP-Tracker. An jedem dieser 2 Eingänge darf maximal 800 Volt PV-Spannung anliegen. Heißt, es macht allein schon Sinn, seine PV-Module in 2 Strings aufzuteilen, nur um den Wechselrichter nicht unnötig zu stressen. Außerdem hat man so schon von Anfang an genug Kabel auf dem Dach, um seine Anlage in der Zukunft bequem erweitern zu können. Jeder String benötigt, wie eben schon gesagt, also 2 Kabel für jeweils die positive und negative Seite. Dort reichen in den meisten Fällen Solarkabel mit einem Querschnitt von 6 Quadratkilometer. Dieser Wert kann sich aber je nach Anordnung eurer Strings und der Systemspannung verändern. Ebenso sollte eure PV-Anlage natürlich gegenüber Spannung und Blitzschlag geschützt sein. Dazu müssen unter anderem die Module geerdet werden, das geschieht aber meistens, indem man einfach das gesamte Gestell erdet. Um nun aber auch den Wechselrichter zu schützen, gibt es extra Überspannungsableiter, die wir zwischen Wechselrichter und PV-Module setzen. Dahinter befindet sich dann final der Wechselrichter, welcher die Sonnenenergie, das heißt Gleichspannung, in den für uns nutzbaren Wechselstrom umwandelt. Dieser wird im Prinzip einfach in eurem Sicherungskasten an entweder eine Phase bei einem einphasigen Wechselrichter oder aber wie in meinem Fall an die drei Phasen angeschlossen. Warum ich mich für einen dreiphasigen Wechselrichter entschieden habe, habt ihr ja schon im ersten Teil dieser Serie erfahren. Über die Sicherung oder Fehlerstromschutzschalter, die zum Beispiel noch hinter dem Wechselrichter sitzen müssen, sollte sich jeder von euch separat informieren, da sich diese in ihrer Art und Größe je nach System unterscheiden können. Schon in dieser wirklich simplen Konfiguration wäre es theoretisch möglich, Sonnenstrom fürs eigene Haus zu beziehen. Rechtlich ist das natürlich etwas anderes. Damit unser Wechselrichter nämlich erstmal weiß, wie viel Energie aus dem Netz bezogen wird, wie viel er einspeisen muss und wie viel gerade im Haushalt verbraucht wird, braucht es ein sogenanntes Smart Meter. In den meisten Haushalten, so auch bei mir, wird dieses Smart Meter direkt unmittelbar hinter dem Stromzähler eingesetzt. Nur so kann dieses nämlich erkennen, wie viel Strom wir gerade im gesamten Haushalt verbrauchen. Das ist gerade wichtig, wenn es später um das automatische Überschussladen des Elektroautos geht. Das ist auch im Prinzip schon der gesamte technische Aufbau einer PV-Anlage. Wenn man die Teilschritte versteht, meiner Meinung nach eigentlich sehr simpel. In meinem Fall verlegte ich also erstmal die 4 Kabel der 2 Strings vom Dach bis in das Erdgeschoss der Scheune, wo der Sicherungskasten angebracht war. Die Kabel sollten dabei nicht nur der Ästhetik wegen, sondern auch zum Schutz in Leerrohren verlegt werden. Als das geschehen war, ging es an die Montage des Wechselrichters und eines zweiten Sicherungskastens. Ich würde jedem, allein schon der Übersicht wegen, empfehlen, immer einen separaten Kasten für die PV-Anlage zu montieren. Hier natürlich jetzt auch ein kleiner Disclaimer. Ich übernehme keine Haftung für jegliche Sach- und Personenschäden oder rechtliche Vergehen, die an diesem Punkt geschehen. Solange ihr keine Fachkraft seid, lasst die Finger weg von all diesem Kram. Ich habe das Ganze mit meinem Vater umgesetzt, der eine Fachkraft ist und somit weiß, was er da tut. Außerdem solltet ihr euch über die aktuelle Rechtslage informieren, inwieweit ihr diese Schritte überhaupt selber ausführen dürftet.
Sobald der Wechselrichter an das Netz angeschlossen ist, könnt ihr diesen in seine Fassung einsetzen. Hier wird übrigens wieder deutlich, warum ich mich für einen Fronius-Wechselrichter entschieden habe. Ich werde hierfür keine Aussage oder so bezahlt, aber es ist einfach so, dass die Technik dahinter genial ist. Da nämlich alle wichtigen Netzanschlüsse an der Fassung vorgenommen werden, ist ein Austauschen des Wechselrichters bei einem Defekt oder bei einer Erweiterung der PV-Anlage ganz einfach und unkompliziert möglich. Der Wechselrichter hat auch eine Anbindung ans Internet, wodurch wir von überall checken können, was gerade abgeht. Obwohl der Fronius Symo auch WLAN-fähig wäre, entschied ich mich für eine LAN-Anbindung, was in meinen Augen auch immer die zuverlässigere Variante ist. Das Smart Meter kommuniziert mit dem Wechselrichter über eine sogenannte Modbus-Schnittstelle. Um diese Verbindung vorzunehmen, könnt ihr euch einfach ein Netzwerkkabel schnappen, dieses mit aller Endhülsen ausstatten und schlussendlich mit den passenden Pins verbinden. Welche das sind, kann man ganz schnell der Anleitung des Smart Meter entnehmen. An diesem Punkt habt ihr eine theoretisch und praktisch funktionsfähige PV-Anlage. Bevor diese aber nun in Betrieb genommen werden darf, müssen wir ein bisschen formellen Kram abklären. Ich werde in diesem Video keinen Fokus auf dieses Thema legen, weil es dazu online einfach genug gibt, kann euch aber versichern, dass ich hier in Hamburg wirklich erstaunt war, wie unkompliziert und schnell die Registrierung bei der Bundesnetzagentur und meinen Stadtwerken ablief. Das Ganze hat mich vielleicht insgesamt mit einer Terminvereinbarung zum Zählertausch eine Stunde gekostet. Lasst euch von der formellen Seite eines solchen Projektes also auf keinen Fall abschrecken. Ist der ganze Kram erledigt, kann euer Wechselrichter in Betrieb genommen werden. Bei dem ersten Start müssen wir dort Dinge wie zum Beispiel die Uhrzeit, das Datum und aber auch die Netzfrequenz unserer Region angeben. Den Rest regelt der Wechselrichter für uns und ist schlussendlich betriebsbereit. Wir können diesen dann mit Hilfe der Seriennummer ganz einfach in das Fronius SolarWeb einbinden und ab dem Zeitpunkt auch alle Daten auf unserem Smartphone oder PC einsehen. Über die lokale IP-Adresse können wir den Wechselrichter dann noch weiter konfigurieren und zum Beispiel ein Einspeiselimit festlegen. Ich würde euch dort speziell empfehlen, unter dem Reiter Fronius SolarWeb die Abfragezyklen auf den Minimalwert zu setzen, damit ihr immer die aktuellsten Daten von dem Smartphone abrufen könnt. Wir haben also nun eine fertiggestellte PV-Anlage, die unser Haus mit Sonnenstrom versorgt und den Überschuss gegebenenfalls vollautomatisch in das Netz zurückspeist. Kommen wir nun also zur Königsdisziplin, dem PV-Überschussladen des Elektroautos. Ich weiß, dass dieses Thema viele von euch interessiert und kann euch mit gutem Gewissen sagen, dass ich wohl die beste und unkomplizierteste Lösung dazu gefunden habe. Das Ziel beim PV-Überschussladen ist ja folgendes. Wir wollen, dass all der Strom, den wir zu Hause nicht verbrauchen können, vollautomatisch in unser E-Auto geladen wird. Die Energie soll also nicht einfach verpuffen bzw. ins Netz zurückgespeist werden, sondern uns eine volle Batterie bescheren. In der Vergangenheit brauchte man, um so etwas zu realisieren, nicht nur eine Wallbox, sondern auch noch extra Hardware-Module neben dem Wechselrichter sowie eine kompliziertere Verkabelung des Ganzen. Das ist seit kurzer Zeit aber alles Geschichte, denn der Christian vom Kanal Stromgarage hat zusammen mit seinem Kumpel Erk eine internetbasierende Plattform EV AutoCharge geschaffen, die uns das Überschussladen per Softwarelösung erlaubt. Das Ganze ist bis jetzt sogar absolut kostenlos und funktioniert tadellos. EV AutoCharge arbeitet dabei nach dem folgenden Prinzip. Ihr legt einen Account an und verknüpft die Plattform mit den Zugangsdaten eures Wechselrichters und eurer Wallbox. Die Plattform startet dann in Abständen von ca. 10 Minuten Abfragen an den Wechselrichter, um jedes Mal zu checken, wie viel Leistung gerade vom Dach kommt, wie viel davon im Haus verbraucht wird und errechnet so dann den PV-Überschuss. Sobald genug PV-Überschuss vorhanden ist, um das E-Auto zu laden, aktiviert EV AutoCharge die Wallbox, teilt dieser mit wie viel Leistung diese laden soll und der Ladevorgang startet. So geht's dann immer weiter. Nach 10 Minuten wird wieder der PV-Überschuss berechnet und liegt dieser dann zum Beispiel höher als zuvor bei, wir sagen mal 4 Kilowatt, dann lädt die Wallbox auch mit 4 Kilowatt. Alles, was ihr also in Zukunft machen müsst, ist euer E-Auto parken und den Ladestecker einstecken. Den kompletten Rest übernimmt EV AutoCharge für euch. Das Ganze klingt jetzt so simpel und hier wie eine große Werbeshow, aber ihr könnt euch sicher sein, ich wurde hier für nichts bezahlt. Ich bin wirklich begeistert, was die zwei Jungs da geschaffen haben und wir können alle extrem dankbar dafür sein. Deswegen, wenn ihr dieses System auch bei eurer Anlage nutzt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr die zwei mit einer kleinen Spende unterstützen würdet. So kann diese fantastische Arbeit ein bisschen refinanziert werden und aber natürlich auch die Serverkosten decken. Jetzt rede ich aber ja auch schon die ganze Zeit von einer Wallbox.
Hier entschied ich mich für die wohl smarteste, die man gerade auf dem Markt finden kann, die EC Home. Die EC Home ist meiner Meinung nach der Tesla unter den Wallboxen. Sie bietet uns die Möglichkeit, den Ladestrom per App anzupassen, hat eine integrierte eSIM für das Steuern aus der Ferne, erhält Over-the-Air-Updates und vieles mehr. Die EC Home ist auch die Wallbox, die mit EV Auto Charge am allerbesten funktioniert. Sie bietet nämlich, wie eben schon angedeutet, die Möglichkeit, dass der Ladestrom per App angepasst werden kann. Wir und somit auch EV Auto Charge können also aus der Ferne zwischen einphasigem und dreiphasigem Laden wechseln und gleichzeitig auch noch den Ladestrom stufenlos regeln. So etwas findet man für den Preis und generell auf dem Markt eigentlich nirgendwo und deswegen fiel meine Wahl ohne lang zu überlegen auch auf genau diese Wallbox. Über die Wallbox selber wird demnächst in Zusammenarbeit mit Store and Charge noch ein ausführliches Review kommen, weil das Ding einfach so facettenreich ist. Außerdem wird es in dem Video einen Rabattcode für euch sowie die Möglichkeit geben, eine EC Home zu gewinnen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann aktiviert am besten jetzt schon mal die Glocke. Die Wallbox kann bei dem Anschluss übrigens wie jede andere Ladestation mit dem Hausnetz verbunden werden, da die gesamte Steuerung ja über das Internet abläuft. Was soll ich sagen, damit war dieses Monsterprojekt beendet. Die Anlage läuft nun schon eine Weile und bis jetzt absolut tadellos. Ihr glaubt gar nicht, wie cool es ist, wenn man in seine App reinschaut und sieht, dass das eigene Auto gerade mit 100% Sonnenstrom geladen wird. Es ist wirklich absolut verblüffend, fast schon magisch, wie genau EV Auto Charge und die EC Home den Ladestrom an den PV-Überschuss anpassen. Als kleines Fazit dieses Projektes kann ich sagen, dass mir alles bis auf die Konstruktion auf dem Dach zu 100% zusagt. Die Konstruktion ist zwar absolut stabil, hat über die letzten Monate auch mehrere Stürme und Schneeeinbrüche ohne Probleme überlebt, aber es wäre einfach deutlich schlauer gewesen, wenn ich von Anfang an die Module direkt auf dem Dach befestigt hätte. Ebenso hätte ich gleich das ganze Dach füllen sollen und glaubt mir, dazu kommt auch noch ein Follow-up-Video. Preislich, ohne den Arbeitsaufwand mit eingerechnet, kann sich das Ganze aber durchaus sehen lassen. Die gesamte 7 Kilowatt Peak PV-Anlage hat mich am Ende, inklusive der Möglichkeit des Überschussladens, ca. 5.900 Euro gekostet. Ohne die Möglichkeit des Überschussladens bzw. ohne die Wallbox käme man bei ca. 5.000 Euro heraus. Schaut man sich online Preise zu ähnlichen Sets an, bewegen wir uns dort auf jeden Fall in einem deutlich günstigeren Preissegment. Hier kostet ein PV-Komplettpaket mit vergleichbaren Komponenten mit nur 4 Kilowatt Peak zum Beispiel schon über 5000 Euro. Es geht natürlich immer irgendwo noch billiger, man bedenke dabei aber auch, dass man an Stellen wie zum Beispiel dem Wechselrichter Qualitätsprodukte bevorzugen sollte. Ich hoffe natürlich, dass euch diese kleine große Videoreihe zum Thema Photovoltaik gefallen hat und auch manche Fragen beantworten konnte. Ich probiere immer gerne neue Sachen aus, mal wieder neue Projekte und es freut mich, dass euch das anscheinend auch gefällt. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich riesig über euer Feedback in den Kommentaren, eine Bewertung und ein Abo freuen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit und Zeit in so ein Projekt hier steckt, wenn man das Ganze dann auch noch verfilmen und schneiden muss. Es ist komplett verrückt, ihr seht das Ganze hier kostenlos und euer Abo wäre mein kleines Honorar dafür und auch ein Indikator, dass euch das Ganze gefällt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!